Hallo Freunde, willkommen zurück beim Aufgehen der Sonne in Subsistence. Ihr habt die Nacht also offline weiter laufen lassen. Ist aus. Naja. Oh, okay. Wenn gleich scheint die Sonne aufgegangen ist, machen wir Schluss. Wir haben noch knappe 300. Alles klar. Wieso haben wir denn da keinen Schuss für? So, ich würde jetzt ganz gerne mal in unserem Bereich gehen, wo wir die verschlossenen Kisten immer finden. Vielleicht haben wir ja Glück und finden ein paar Seen drin, wenn wir eine finden. Baumlarve. Müsste eigentlich hier in der Gegend gewesen sein. Oder da drüben. Allerdings, die sind ja so schmal und klein und dann schwarz. Bei dem Licht könnte es sein, dass man die oder gar nicht sieht. Und ist natürlich die Frage, ob gerade im Moment eine gespawnt worden ist. Wasser. Da ist mir die Stimme weggeblieben. Einfach nichts zu finden. Ja, ich suche jetzt extra so eine Truhe, weil ihr kennt mich. Ich um mein Glück mit Elchen und so. Müssen wir nicht unbedingt herausfordern. Deswegen, vielleicht geht es ja über die Methode. Kaum habe ich von einem Elch gesprochen.
Wir haben einen! Ui. Drei, sehr schön. Lalalalala. Speichern bitte. Okay, Ersatzmunition haben wir keine. Dann werden wir uns jetzt gleich den Taucheranzug herstellen. Ach nee, da braucht man drei Seile für, ne? Scheiße, da fehlt uns immer noch Seil. Naja. Was ist das da hinten? Eine normale Kiste. Also jetzt. Noch Farm dabei? Eine Phase haben wir noch dabei. Hier waren doch gerade noch welche. Einmal Tauwerk schon mal. Ach, das tut gut, das tut so gut mit dem Elch. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis in dieser Hinsicht. Wow. Erze ohne Ende. Die müssen wir natürlich mitnehmen, also. Na, da ist noch was. Wunderbar, wunderprächtig, wunderprächtig. Wollen wir mal gucken, wie viel Seile wir für einen Erdbohrer brauchen. Der wird uns nämlich auch ziemlich gut weiterhelfen. Ich wollte gerade sagen, das war's wohl hier oben Berg, aber oben. Kisten ohne Ende. Faser. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Hier. Das Suchgebiet, wo ich hin wollte, müsste eigentlich in die Richtung hier sein. Hier unten irgendwo.
Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Das ist ja auch immer noch die Frage. Wow, what? Nachladen. Haben gerade gesehen, wie gut das Gewehr doch ist. Einmal. Zweimal. Noch einmal. Sehr schön. Mal von hier oben drüber gucken. Ja, nichts zu sehen. Von einer Dietrich-Kiste. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und noch mehr Kupfer. Oh, was? Nein. Zack. Zack. Ach, hier sind wir wieder. Bereich müsste das uns sein. Das hieße ostwärts. Osten ist in die Richtung. Komm, dich nehme mal mit. Kommst du hoch? Sieht nicht so aus. Kann man ja den alten Trick. Ups. Von oben machen. So, sehr schön. Dann Pfeil wieder einsammeln. Ja. Einsammeln, hat. Hände waschen. Wenn wir jetzt sterben sollten und unseren Loot nicht zurückholen können, dass wir da alles verlieren. So, ich habe gerade beschlossen, wir gehen erstmal nach Hause, unseren ganzen Loot wegbringen.
Können wir auch direkt mal schauen, was mit unserem Strom ist. Weil nicht, dass der zu lange aus ist. Dann verdirbt uns ja die ganze Ware im Kühlschrank. Ist angeblieben. Sehr schön. Rein da, rein da. Schlachten. Dich essen wir gleich. Rein da, rein da. Ah, Wasser, Wasser, Wasser. So, das. Die können wir essen. Die trinken. Okay. Das da rein. Fleisch ist gut. So, halt. Halt. Rein. So, wir haben wieder ein Seil. Fertig, 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 fertig. Rein da. Wir hatten hier noch Samen drin. Okay, dann können wir den doch noch hier rein tun. Schuppdi-dupdi-du-bidi. Komm schon her. Rein, 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 rein und rein. Seil erstmal da rein. Die Karotten hier oben rein. Dann können wir einmal nachladen. So. Ich wollte gerade irgendwas gucken. Genau. Ja, drei Stück brauchen wir. Fehlen uns also noch zwei Erdbohrer. Fehlen auch zwei. Okay. Da fehlt eins. Ah, schade. Das wäre auch nicht schlecht gewesen.
Ja, Stromversorgung, die könnten wir wieder machen. Aber wir wissen, wie lange wir jetzt schon auf dieses eine Seil dran sind. Ist jetzt die Frage, investieren was in die Stromversorgung? Okay, da bräuchten wir auch noch erstmal Masse für. Da hat sich das schon mal erledigt. Das. Oh, über 30. Jo, wunderbar. Ja, ich würde ja immer noch ganz gern hier im Bereich weitersuchen. Eigentlich, wie gesagt, war hier auch ein fester Bereich in meinem privaten Spiel, aber da habe ich im Let's Play noch nie eine gefunden. Hier, ich weiß nicht genau, ob es jetzt hier war oder hier. Oder war es vielleicht doch hier hinten? Strom waren wir bei fast 400. Es wären nur die 15 vom hier verbraucht. Oh, guck mal. Da haben die 500 voll. Und machen trotzdem Plus. Wir machen Plus momentan. Ist ja schön. Ja, und mit dieser schönen Erkenntnis, ihr kennt den Spruch langsam, glaube ich, entlasse ich euch für heute aus der Welt von Subsistence. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Mach mal die Tür zu. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund oder werdet wieder gesund. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr auch sagt, endlich haben wir mal einen Elch erlegt und nicht umgedreht, dass er uns erlegt hat, dann lasst mir einen Kommentar da oder schreibt oder einen Daumen, ein Like und dann sehen wir uns hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play mit dem Aiden. Und bis dahin sage ich Arrivederci, winke, winke und goodbye, euer, dein Aiden Croft.